Wir vermessen heute den Brocken, damit ihr auch in Zukunft sicher fliegen könnt. Und wie das miteinander zusammenhängt, das erklären wir euch heute. Matthias, wir haben schon auf dem Kanal zweimal über ein Projekt berichtet, was Skylink heißt. Für alle, die es nicht gesehen haben, wir verlinken euch das hier oben, die beiden Videos. Aber erzähl du noch mal kurz, worum geht es bei Skylink? Skylink ist der Projektname für die Modernisierung des Glasfasernetzes der deutschen Flugsicherung in Deutschland. Heute sind wir am Fuß des Brocken. Was machen wir hier? Das hier ist der NVT, von dem aus die Glasfaserverbindung über die Nordtrasse zum Gipfel zur Radarstation verlegt werden wird. Hier sieht man die Nordtrasse, die in Bauabschnitte unterteilt sein wird. Das Glasfaserkabel wird aus Gründen der Sicherheit und des Naturschutzes auf der kompletten Strecke von 11 Kilometern unterirdisch verlegt, per Horizontalbohrung in einer Tiefe von 2 bis 4 Metern. Nicht überall auf dem Weg durch den Nationalpark Harz gibt es eine lückenlose Mobilfunkversorgung. Deshalb findet heute eine Messfahrt statt. Sie ist Grundlage für ein Sicherheitskonzept, das für eine Baumaßnahme von dieser Größenordnung zwingend vorgeschrieben ist. Teil des Sicherheits- und Rettungskonzeptes ist die Fähigkeit, Notrufe im schlimmsten Fall absetzen zu können über Mobilfunk. Mhm. Dazu muss sichergestellt sein, dass die Mobilfunkausleuchtung über die gesamte Strecke sichergestellt ist. Dort, wo es nicht der Fall ist, müssen dann entsprechende Hinweise angebracht werden, dass man sich dann in einen bestimmten Sektor bewegen kann, an dem eine Notruf-Mobilfunkverbindung wieder möglich ist. In der Regel sind in den Internet verfügbaren Karten errechnete Werte drin. Da sieht man, dass es auch relativ große Blöcke sind. Mhm. Was wir heute hier machen, ist, dass eine Spezialfirma tatsächlich vor Ort alle Haupt- und Nebenstrecken, die zu betrachten sind, abfährt und damit ein Echtzeitbild der Mobilfunkausleuchtung erstellen kann. Daniel, du wirst für uns heute den Brocken hier vermessen. Ja. Du bist von der Firma NetCheck. Erzähl mir mal, was macht die Firma NetCheck? Was machst du normalerweise? Also hauptsächlich machen wir Benchmarking für die Netzbetreiber in den jeweiligen Ländern, also Deutschland und auch die Nachbarländer, und gucken halt, wie ist da die Netzqualität. Und hier oben sind jetzt wie viele Handys drin? Also wir haben jetzt hier insgesamt 9 für die Deutschlandmessung. Ja. Also jeweils ein Datentelefon für jeden Netzbetreiber, dann 2 Voice-Telefone für jeden Netzbetreiber. Auf den Datentelefonen werden verschiedene Datendienste gemacht, ja, in der Abfolge. Und auf den beiden Voice-Telefonen, die telefonieren quasi miteinander und da werden dann die Sprachqualität sozusagen geprüft. Das ist hier oben die Technik. Was hast du unten drin? Also unten habe ich jetzt vorne nur den Laptop, mit dem ich dann die Messung starte und wo ich auch dann zwischendurch mal gucken kann, die Werte, ob die Messung läuft. Kann vielleicht auch schon mal gucken, ob überhaupt Versorgung ist. Und im Kofferraum habe ich dann den Computer, der dann die Daten von den Telefonen sammelt und der die auch steuert. Dann starten wir mal. Wir fahren im Konvoi. Nationalpark wird uns auch begleiten, weil das ist hier alles Naturschutzgebiet. Naturschutz ganz groß geschrieben hier bei dem ganzen Projekt auch. Auf geht's. Während der Daniel fleißig Daten sammelt, lasse ich mir auf dem Weg nach oben vom Matthias erklären, welche stachligen Chancen auf uns warten, wenn wir demnächst die Glasfaser auf den Brocken legen. Wir haben jetzt hier mal angehalten, weil das ist so ein erster kritischer Punkt. Wir haben auf der Strecke nach oben Flussdurchquerungen. Ja, 8 Stück. Warum führt man das eigentlich nicht zum Beispiel an der Brücke entlang? Ja, der Eigentümer der Brücken, der genehmigt uns das nicht. Ja. Und deshalb müssen wir einen anderen Weg nehmen. Und in dem Fall geht der Weg nur unten durch. Das geht hier ganz schön auch runter. Wie holt ihr hier Anlauf, um da durchzukommen? Ich gehe mal davon aus, dass die Bohrfirma die maximale Reichweite des Bohrgestänges von 150 Meter ausnutzen wird. Ja. Und entspricht dann also etwa 65, 70 Meter dann auf zu beiden Seiten die Schächte bauen wird, ja, um dann auch tatsächlich hier mit, ja, ich schätze mal 2 oder 3 Metern unter dem Gewässer hindurchkommen zu können. Die Daten, die der Daniel sammelt, werden nicht gleich in einer Karte sichtbar sein. Es wird ein paar Tage dauern, bis das Ergebnis vorliegt. Spoiler-Alarm, das Ergebnis wird unsere Versorgungsplots weitestgehend bestätigen, aber verfeinern und gemessene Sicherheit bringen.
Herr Markus, wir haben jetzt auf dem Weg rauf hier kurz angehalten. Wir sind etwa auf halber Strecke und was wir hier sehen, ist ein Hubschrauberlandeplatz. Im Rahmen des Sicherheits- und Rettungskonzeptes gibt es verschiedene Rettungspunkte und sollte auf der Strecke etwas passieren, dann müsste nach dem Absetzen eines Notrufs die verletzte Person dann hierher verbracht werden und kann dann von einem Rettungshubschrauber an dieser Stelle aufgenommen werden. Der ist aber jetzt nicht für uns angelegt worden, oder? Der ist hier. Nein, das ist im Rahmen der Rettungspunkte hier im Harz auch ein ausgewiesener Hubschrauberlandeplatz. Man sieht es jetzt hier. Das ist ja, hier ist richtig auch Granit. Wir bohren jetzt 11 Kilometer lang. Wie geht ihr denn damit um, dass man unterhalb der Erdnarbe hier dann auf Granit stößt? Ja, das wird vermutlich darin enden, dass wir einen hohen Verschleiß an Bohrköpfen haben. Ja. Das ist die Herausforderung, die wir aktuell sehen. Ob es noch weitere Überraschungen geben wird, wird sich zeigen. Es ist mit Sicherheit kein dünnes Brett, sondern ein dicker Brocken, der hier zu bohren ist. Warum müssen wir die ganze Strecke mit Horizontalbohrung machen? Teilweise könnte doch hier auch eine oberirdische Leitung geführt werden. Ja, das wäre da sicherlich der erste Gedanke, warum man nicht einfach fräst oder baggert. Mit Felsen ist es problematisch, wenn der Fels massiv ist, erst recht mit dem Bagger. Sprengen, Fräsen kommt auch nicht in Frage. Der Naturschutz ist eines der höchsten Güter hier oben, neben dem Personenschutz. Und insofern hat man sich entschieden, im Rahmen auch des Genehmigungsverfahrens unterirdisch zu bohren, denn dadurch wird die Beeinträchtigung der Umwelt auf das Maximum minimiert. Wie habe ich mir jetzt diesen Bohrvorgang vorzustellen? Ist das jetzt ein 11 Kilometer langer Kanal, der da gebohrt wird, oder wie geht das vonstatten? Ja, das wäre natürlich schön, wenn man das an einem Stück durchbohren könnte. In der Regel sind das Strecken von maximal 150 Meter, die eine konventionelle Horizontalbohrmaschine bohren kann. Manchmal ist es kürzer, wenn der Stein eben härter ist oder andere Gegebenheiten mit einwirken. Wie viele Meter, glaubt ihr, könnt ihr am Tag machen? Hängt sehr stark davon ab, wie sich das Gestein ergibt. Ja. In dem unteren Bereich, wo es etwas lockerer ist, gehen wir davon aus, dass wir 300 Meter am Tag machen können. Wir hoffen, dass wir im Juli mit den Bohrungen beginnen können und vor dem Einbruch des Winters, sprich Ende November, spätestens fertig sind. Wir sind jetzt hier an einem ganz neuralgischen Punkt, und zwar ist hier die Bahnquerung. Was ist das Besondere? Ja, die Unterquerung des Gleisbetts der Harzer Schmalspurbahn unterliegt den Anforderungen des Bahnbaurechtes. Und das bedeutet, wir müssen besonders vorsichtig arbeiten, wir müssen spezielle Maschinen verwenden und während des gesamten Bauvorganges wird die Oberfläche über Messgeräte überwacht. Jetzt sieht man ja hier hinten auf der Seite, da ist eine Erhebung. Kann ich da jetzt einfach unten durchbohren oder wie wird das vonstatten gehen? Also das ist definitiv verboten, ja. Ja. Die Bohrung muss sorgfältig geplant und freigegeben werden und muss eben den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Das haben wir ja auch bei den Flussquerungen, dass man ein bisschen Anlauf holen muss. Genau. Hier ist das aber, glaube ich, noch mal deutlich aufwendiger. Ja, aufgrund der Sorgfalt, die hier walten muss. Und zusätzlich müssen dann auch noch Mantelrohre eingebracht werden. Ja. Da können wir dann nicht wie bei den Flussquerungen einfach nur einen Kunststoffrohr reinziehen, sondern das muss eben hier nochmal extra armiert werden. Wir haben den Gipfel erreicht. Daniel wird auch noch die Seitenwege abfahren. Wir trennen uns, weil Matthias will mir noch zeigen, wo das Glasfaserkabel ankommen wird.
Der Brocken ist der dominanteste Berg in ganz Deutschland. Man sieht es ja, der beherrscht hier wirklich seine Umgebung. An 300 Tagen im Jahr ist hier oben Nebel. Und deshalb sicherlich auch kein Wunder, warum sich viele Mythen und Sagen um diesen Berg ranken. Die bekannteste ist sicherlich, der Brocken wird im Volksmund auch Blocksberg genannt. Und es geht die Sage um, dass in der Walpurgisnacht hier die Hexen tanzen. Der Brocken zählt immer noch zu den beliebtesten Ausflugszielen in ganz Deutschland. Und mich würde interessieren, ob ihr schon mal hier oben wart und ob ihr vielleicht ein paar Tipps habt, was man hier in der Umgebung sonst noch machen kann. Schreibt mir das doch in die Kommentare, das würde mich interessieren. Wir sind jetzt hier oben an unserer Vermittlungsstelle. Das ist das Ende der Glasfaserverbindung, die aus Ilsenburg hier raufkommt. Sie endet unten im Gebäude. Durch das Gebäude führt eine weitere Glasfaserverbindung hier in den Turm hinauf, in die Technikräume der deutschen Flugsicherung. Oben drüber ist die Radarantenne, die damit Daten versorgt werden soll. Das war's dann für heute erstmal vom Brocken. Wir werden aber wiederkommen, sobald die Arbeiten hier losgegangen sind und die neuralgischen Punkte anstehen, wie Bahnunterquerung oder Flussunterquerung. Das werden wir uns angucken auf diesem Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr gebt uns einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und falls ihr nichts verpassen wollt über den Netzaus- und Umbau bei der Deutschen Telekom, dann abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.